Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause oder im Büro vor dem Bildschirm, ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Sind Sie von der Stadt oder vom Dorf? Ich persönlich bin in einem Dorf geboren, aber in einer Stadt aufgewachsen. In der Welt gibt es die meisten Menschen, die in den Städten, in den Großstädten leben. Das heißt, die Weltbevölkerung hat viele Städte und Großstädte, nicht nur jetzt, sondern seit über 4000 Jahren. Und das ist eben die Geschichte in der ersten Lesung an diesem Sonntag. Abraham spricht für zwei Städte vor Gott, Sodom und Gomorra. In den Städten gibt es alles. Man kommt zu einer Stadt, weil man sehr gerne einen Beruf oder sehr schnell eine Arbeit bekommen könnte und würde. In der Stadt kann man alles kaufen. Wenn man Geld hat, kann man alles kaufen. Da kann man auch schnell zum Arzt. Da ist alles da. Die Infrastruktur, Verkehrsmittel, alles sind optimal vorhanden. Man ist reich, man ist frei, man kann genug schlafen oder genug arbeiten, genug verdienen. Man kann viel Sport machen. Also eine Stadt hat wirklich viel Charme. Aber die Stadt hat auch Elend, Armut, Neid, Kriminalität, Diebstähle, Raub, vielleicht auch viel Prostitution. Das ist eben die Geschichte, wo Gott hadert mit den zwei Städten Sodom und Gomorra. Es gibt viel Klageschrei, schreibt das Alte Testament. Das heißt, Menschen, die lautlos weinen und schreien. Die Menschen, die wirklich unterdrückt werden oder missbraucht werden in dieser großen Komplexität der Stadt. Gott will eben die Städte vernichten. Und Abraham als Vater des Glaubens steht eben vor diesem Gott, der die Städte vernichten möchte und Menschen etwas lehren will. Abraham verhandelt mit diesem Gott. Und er sagt, ja Gott, wenn 50 Personen gerecht wären, würdest du einfach lassen? Dann überlegt Gott und sagt, ja, wenn 50 Personen, dann schon. Aber Abraham verhandelt weiter. So ein sterblicher Mensch verhandelt mit Gott mit 40 gerechten Menschen, 30 gerechten Menschen und sogar 20 gerechten Menschen. Und Gott sagt, ja, wenn 20 Personen gerecht wären in diesen zwei Städten, dann werde ich lassen. Der schlaue Abraham geht noch weiter. Wenn da nur 10 gerechte Personen, Menschen da sind? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, selbst für 10 gerechte Personen will Gott lassen, dass er diese Städte nicht mehr vernichten möchte. Ja, der Gott ist einer, der die Sonne über allen scheinen lässt. Über alle Menschen regnet es, ob wir böse oder gut sind. Aber wie viel wir gegen die einzelnen Personen tun, gegen die Gruppen und Nationalitäten. Jetzt ist die Frage, sind Sie oder bist du einer von diesen 10? Vielleicht ja. Wegen Ihnen, wegen dir wird die Stadt gesegnet oder nicht vernichtet. Vielleicht versuchen wir, einer von diesen 10 zu sein. Oder vielleicht auch wie Abraham, einfach mit Gott zu verhandeln. Nicht nur für mich, sondern für alle. Einen gesegneten Sonntag für Sie.